So, und wieder herzlich willkommen zurück hier bei Imagineers. Oh, schön, den Idion-Asteroiden hier erstmal abbauen. Beim letzten Mal, ey, da kamen hier die scheiß Aliens und wir haben die erstmal platt gemacht. Finde ich sehr gut. Wir haben jetzt hier auch wieder ein bisschen Platz dazu gewonnen, dadurch, dass wir die Türme gebaut haben. Und ich würde sagen, die machen wir uns auch direkt mal zunutze. Ich baue hier ein paar neue Stadtteile hin. Ich habe kein Geld. Nee, ich verkaufe nicht noch mehr Anteile. Irgendwann ist mal gut. Wir müssen dringend Kohle reinkriegen. Aber wenn wir uns hier, sage ich mal, komplett veräußern, das ist nicht der richtige Weg. So, jetzt bauen wir hier aber erstmal die neuen Stadtteile auf. Ist auch interessant, wie hier so der Hauptstadtteil ist. Dann wird es so zu einer Wurst gepresst und dann breitet sich hier wieder aus. Sehr interessant. Wir sollten vielleicht die bestehenden Stadtteile auch erstmal irgendwie ausbauen. Hier zum Beispiel. Wir könnten einiges theoretisch ausbauen. Auf der anderen Seite fehlt uns natürlich das Geld. Deswegen speed ich hier mal ein bisschen hoch. Und hoffe, dass wir... Bis wann kriegen wir eigentlich die nächste Lizenz? Bei 1,8 Millionen. Und wir... Boah, Alter, ich dachte gerade. Wenn wir hier ein bisschen... Dingensbummens machen, ne? Ein bisschen Einwohner noch rankriegen und so. Also ausbauen und so. Dieses Geräusch. Ach, da unten. Okay, ist nur ein Händler. Ich bin da ein bisschen in Panik, wenn ich beschleunige, weil man weiß ja nie genau, was dann passiert. So, Landgewinnung haben wir hier noch. Ein beliebiges Ozean- oder Küstenfeld wird zu Land. Das ist ein anderes. Bringt das hier was? Ich glaube nicht so, ne? Ich glaube nicht unbedingt, nein. Bringt uns nicht viel, weil Ozean können wir im Prinzip natürlich auch irgendwo gebrauchen, aber so was, dann mache ich das Ding lieber zu Geld. Medizinische Substanz, Gas können wir noch ein bisschen verticken. Kohle können wir noch ein bisschen verticken. Uran. Und dann ist es erstmal gut. Dann können wir nämlich das Geld erstmal nutzen, um ein bisschen auszubauen. Waren, ja, ich weiß. Wir haben verdammt wenig Waren. Das ist echt ein Problem. Vielleicht können wir da hier bei den Kollegen ja was reißen. Wir hier ein bisschen was bauen, womit wir Waren rankriegen. Seht ihr das eigentlich als Bäume? Ja, scheinbar schon. Ich höre da schon wieder was. Okay, der will zu denen hier. Zu Rosenheim. Und die sind offenbar ungeschützt, weil sonst wäre das Tisch, oder? Ich glaube, er ist schon am Grenzturm vorbei. Ja gut, also wenn du die platt machst, habe ich jetzt kein Problem mit, solange du dann meinem Ding hier fern bleibst. Vielleicht baue ich lieber noch irgendwie Grenztürme oder sowas. Ich weiß, wir hätten die auch anders nutzen können, aber ich möchte hier gern das Zentrum schützen. Hier ist noch die Holzfabrik. Ich reiß die mal ab. Wir können gerade eh nur einen mit einer Kanone ausstatten. Kommen wir an Waren. Vor allem, was geht am meisten raus? Können wir das sehen? Verbrauch, Marktwert, Produktion, Maschinen. Ich glaube, Maschinen sind das Problem. Können wir nicht irgendwie so ein Maschinending hinbauen? Warte mal, wo war denn das? Maschinenfabrik, wieso ist das gelb? Oder eine Lizenz zum Bauen für, oder was? 48, 55 wäre es hier. Nee, wir brauchen schon das Geld. Das Ding echt, oder? Ich glaube, der hat das hier wirklich gerade zerrupft. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die haben einen Punkt verloren. Wobei, nee, hier ist noch Grenze.
Nee, die Grenzen sind noch da. Ah, das Ding kriegt auch keinen Schaden. Ich glaube, deren Stadt hier ist ganz schön am Arsch. Und dieser Vulkan bricht gerade aus. Das ist auch nicht so geil. Meeresfarm. Schwammpilz. Okay, der Vulkan kann auf jeden Fall bis hier hinspucken, mindestens. Hier könnten wir halt noch vielleicht ein paar Ressourcen abgrasen. Oh, wir haben eine Lizenz dazu bekommen. Ah, kann es sein, dass es hier immer steigt? Steige den Wert der Kolonie, um mehr Tech-Lizenzen von der Firma zu erhalten. Für ausgebaute Stadtteile erhältst du zusätzliche Forschung. Aha. Ist das so, ja? Du müsstest ja jetzt theoretisch eine Lizenz bekommen. Tatsächlich. Nice. Gut zu wissen, gut zu wissen. Okay, wir müssen natürlich noch mehr ausbauen als das. Aber es bleibt das Problem mit den Waren. Irgendwie können wir nicht sehr viel ausbauen. Ob ich die Nitrokürbisse hier vielleicht... Komm, wir bauen die mal ab. Genauso wie die hier. Und wenn der hier weg ist, also leer ist quasi, dann reiße ich den noch tatsächlich ab. Keine Waren raus. Hier können wir nochmal wieder rangehen. Hier können wir auch rangehen. Sind noch nicht alle vollständig erholt, aber zumindest zum Teil. Und das ist ja schon mal ganz geil. Hier hätten wir noch Lithium. Nächsten Dingens bekommen wir bei 1,8 Millionen Einwohnern. Bis wir da ankommen, dauert aber noch einen Moment. Momentan haben wir Einwohnerzuwachs. Das finde ich sehr gut. Unsere Emissionsumlage, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Ich glaube, die kriegen wir auch nicht mehr deutlich höher. Ideon, wir haben einiges an Ideon. Können wir den verticken hier? Zufälligerweise Lithium könnten wir verkaufen. Aber Ideon will er, glaube ich, nicht haben. Die meine Lizenzen behalte ich jetzt. Getreide. So. Ich glaube, er ist voll. Dann ciao. So, das Ding hier wollte ich eigentlich eh mal wegreißen. Würde es eigentlich Sinn machen, wenn wir hier erstmal einen Grenzturm hinbauen oder so, oder irgendwas, dass wir mehr Landmasse gewinnen, aber gut, im Zweifel können wir hier auch ein Feld dazu holen. Und dann hauen wir da den Grenzturm hin. Das geht auch. Ideon. So, Biomasse können wir wieder ein bisschen, Uran, Gas, so. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle auf Tesch, weißt du was, dann mache ich ausnahmsweise mal. So, damit wir uns langsam die Anteile wieder zurückholen können. Ich weiß gar nicht genau, wofür man eigentlich die Punkte hier bekommt. Die Koloniepunkte. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, wie viele Kolonien man hat, oder... Der ist fast fertig hier oben. So, und weg. So, der hat hier fertig. Dann bauen wir hier direkt eine Maschinenfabrik jetzt hin. Ich hoffe, das ist richtig. Da können wir auch noch was hinbauen. Ein Chemiewerk könnten wir auch bauen. Elektronikfabrik, Recyclinganlage, Glas, Bergwerk, Steinbruch. Nicht mit dem Steinbruch. Gebirgefelsen, Asteroid. Gebirge. Und Gebirge hätten wir hier. Aber das wäre nicht mehr genau daneben. Hätten wir das halt da anbauen müssen. Scheiße. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal eine Produktion von Maschinenteil. Da
Das müsste das hier sein. Können wir das? Den hier können wir auch noch ausbauen. Ich weiß nicht, was es bringt mehr. Achso, es war mit der Warteschlange, genau. So, Fertigungsroboter. Damit erhöhen wir auf jeden Fall das Output. Da ist es. Das ist sehr gut. Wow, okay. So, du gehst dahin. Ein Smiley bei dem Ding. Ich weiß nicht, ob irgendjemandem das Gebirge gefällt, aber... Also ich meine, klar, als Element, als landschaftliches Element ist auf jeden Fall schön. Das ist schon so. Ja, wir regeln uns langsam in Richtung der nächsten Einwohnergrenze. Müssen wir aber ausbauen können hier ein bisschen, oder? Na bitte. Du benötigst 1000 Dollar. Achtung, ein Unfall in einem deiner Gebäude. Chemikalien treten aus. Was? Wo? Da, was? Reparatur, aber zügig hier, zack, zack. Da müssen wir danach den Boden sanieren. Ich weiß gar nicht, dass das bei denen passieren kann. Okay, das ist fertig. Landstrich ist kontaminiert. Alter, 1900! Okay, gut. Verkaufe ich nochmal ausnahmsweise ein Stück. Aber hier müssen wir dringend sanieren. Sonst ist das ganz schlecht. Weil es betrifft natürlich auch die Umgebung. So. Okay. Ich hoffe, das läuft wieder. Hier können wir noch ausbauen. Sehr, sehr gut. Nice. Ein Stück fehlt uns noch. Technologie muss erforscht werden. Ach so. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Müssten wir jetzt ja teilweise zumindest vielleicht, eventuell oder auch nicht, US 2. So, dann können wir da auf jeden Fall ein gutes Stück ausbauen. Jetzt haben wir wieder ein Nahrungsproblem, das war ja klar. Aber gleich haben wir eigentlich erstmal 1,8 Millionen. Achso, wir haben Platz für 2 Millionen. Okay, gleich haben wir die 1,8 Millionen. Yes! Nice! Okay, da haben wir einen Vulkan. Da sind die. Was sag ich mit dem einen Ort da von denen? War da nicht der dieses Schiff? Das war doch in der Nähe bei unserer anderen City hier, ne? Links unten. Ach, der ist immer noch da. Und hat, glaube ich, hier ganz schön aufgeräumt. Ach, die Grenztürme halten das anscheinend. Alter. Alter. Da ist ein Ideon-Asteroid. Der bewegt sich jetzt in diese Richtung. Das könnte sein, dass er zu uns will. Scheiße. Kaum habe ich mir die Anteile zurückgeholt. Ich baue jetzt noch mehr von den Dingern. Komm, ich baue hier noch einen Grenzturm. Einfach, um safe zu sein. Halbwegs jedenfalls. Weil diese Stellung hier müssen wir halten. Egal was ist, wir müssen diese Stellung halten. Der will bestimmt zu uns rüber. Guck mal, der zieht hier schön in die Richtung. Der will auf jeden Fall zu uns. Ja, ja, steht der hier auch. Dieses Symbol hier. Daran sieht man, der will als nächstes zu uns. Wir haben jetzt die Lizenz. Könnten wir nicht theoretisch... Gut, wir könnten... Doch, wir können das bestimmt übernehmen. Ja, könnten wir tatsächlich. Aber ich bin mir ziemlich sicher,
dass wir dann noch uns um die Verseuchung kümmern müssen. Und da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Wäre auch nicht so schlau. Nein, wir haben Epidemie, scheiße. Inventar, Medizin. Hilft wahrscheinlich nur bei einem. Ja, das hilft nur bei einem. Okay, immerhin weiß ich jetzt, was ich da machen muss. Maschinen könnten wir verkaufen jetzt übrigens. Wir haben ja noch die medizinische Substanz. Was brauchen wir denn für Medizin? Chemikalien. Und dafür brauchen wir ein Chemiewerk, nehme ich an. Wir haben sogar die Lizenz dafür. Die Lizenz zum Töten. Gibt es eigentlich bessere Bedingungen irgendwie für? Erdgasvorkommen tatsächlich. Und ein anderes Chemiewerk, wenn wir nur ein anderes hätten. Erdgas. Warte mal, wir hatten doch hier oben, oder? Hier ist Erdgas, jawohl. Sogar zwei nebeneinander, da könnten wir eigentlich auch zwei von den Dingern theoretisch hinbauen. Die sind nur sehr teuer. Also sehr teuer eigentlich nicht, aber wir sind halt sehr arm. So, Labor. Erhöhter Output. Erhöhte Kosten und noch irgendwas anderes. Achso, Korrosion. Achso, das ist, glaube ich, damit nicht so schnell ein Unglück passiert. Ach komm, weißt du was, machen wir einfach mal. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal Production auf 60. Da greifen sie schon an, die ersten Türme. Der Sound ist so süß. Tschüss. Hihihihi, der war schnell weg. Okay. So, ich drehe hier mal wieder runter. Huch. Das wollte ich nicht. So, zweites Chemiewerk werde ich auf jeden Fall noch bauen. Hier hätten wir theoretisch noch ein Erdgasvorkommen. Aber da ist erstmal das Gebirge im Weg. Und da möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht sprengen. Was? Dieses Geräusch, das war so uneindeutig. Oh. Oh. Lagerhaus. Lagerhaus. Ja, es ist schlecht. Das ist ziemlich schlecht. Einen Moment bitte. So, dann musste ich gerade mal die Aufnahme unterbrechen. Scheiße. Wir könnten hier noch so ein Grenzding hinbauen, aber wir haben natürlich keine Kohle. Komisch, wir haben auf einmal Geld. Grenzturm. Ich weiß nur nicht, ob der da noch viel bringt. Da können wir keinen hinbauen. Tut mir leid. Das ist für die Sicherheit des Volkes. Die sind hier eh krank, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ein Tornado. Und er ist in der Nähe unserer Siedlung. Den kennen wir ja schon. Ich hoffe nur, dass der jetzt uns nicht Probleme bereitet. Aber unser Problem liegt erstmal genau vor unserer Nase. Grenzstation. Nein, nicht Grenzstation. Grenzturm. Hä? Ich hab doch gerade freigebaut. Toll. Scheiße. Wir haben ja noch den Fuzzi gerade. Warte mal. Medizinische Substanz, Nitro, bla bla bla. Hier, komm. Ich starte aber die schon mal. Nein, nicht ausbauen. Oh, fuck. Halt. Ausbau? Nein. Oh, ich kann's doch. Okay. Erstmal die Kanonen drauf, damit wir die schon mal safe haben. Sonst haben wir am Ende Grenztürme, aber keine Kanonen. Impulskanone. Feuer frei! So, noch ein Grenzturm. Und die Einnahmen gleich wieder unten. Da breitet sich ja weiter aus. Oder ist das noch Epidemie hier gerade? Epidemie, ja. Okay. Also okay, ist relativ, aber... will keine Anteile verkaufen. Okay, der geht jetzt erstmal zu dem Grad rüber. Die anderen Grenztürme sind ja hier drüben, aber ich glaube, die sind zu weit weg, oder? Also für die Zukunft muss ich mir auch wieder merken, doch, die können wir angreifen. Okay, sehr gut. Wir brauchen noch mehr Grenztürme. Nice. Tschüss. Okay, wir haben Glück gehabt.
Haben echt ein Schweineglück gehabt gerade. Muss ich reparieren? Nein. Nix. Okay, sehr gut. Puh. That was close. Jetzt mangelt es an Energie. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Hier scheint alles safe zu sein. Wieso mangelt es an Energie? Also ich meine, wir haben zwar genügend auf Vorrat. Das wird jetzt halt langsam weniger, aber ein Asteroid. Die könnten wir einfach abbauen oder wir machen hier so einen Steinbruch hin. Ne, da sagt der Asteroid ist sehr gut. Können wir den noch gescheiter irgendwo hinbauen? Das da wäre halt auch noch gut. 44, was ist das überhaupt? Gebirge. Grenzturm. Können wir den Grenzturm vielleicht... Den setze ich mal hier hin. So. Und dann baue ich den Steinbruch, den wir uns gerade nicht mehr leisten können, weil wir den Grenzturm gerade umgesetzt haben. Wenn ich die Reichweite erhöhe... Ach ja, genau, dann... Irgendwie brennt es hier. Ich weiß nur nicht wo. Irgendwo brennt es. Da unten. Der Wald brennt. Wir sind aber tatsächlich immer noch bei 0% globaler Erwärmung, was ich sehr interessant finde. Plus 48. Okay, jetzt kriegen wir ein bisschen Kohle rein. Nicht viel, aber immerhin. Was das da? Piraten, natürlich. Aber ich glaube, die werden nicht lange leben. Aber das Ding wird abstürzen, wenn die ihn angreifen, oder? Nein, sie fliegen weg. Oh Gott sei Dank, okay. So, können wir was verkaufen? Da wir... Warum ist das jetzt noch weniger? Ist das, weil ich Dinge verkauft habe, dass wir deswegen weniger haben? Oder... Also weniger, als wir bräuchten? Oder... Verstehe ich gerade noch nicht ganz. Wir haben übrigens immer noch die eine Siedlungslizenz, sehe ich gerade, die da so rumliegt. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wo man die gewinnbringend irgendwie ansetzen könnte. Hier vielleicht. Doch, hier ist gut. Hier haben wir einen Goldasteroid, wir haben einen Lithium-Asteroid. Gut, Holzfabrik Ruine, die könnten wir uns auch noch zunutze machen. Hier ist noch eine Biofarm, die aber, glaube ich, zu denen gehört, oder? Ach, das ist... Ah, okay. Da, wo übernommen wurde. Was ist das denn? Ach, ihr seid das. Ja, okay. Ihr könnt ja da machen, das ist mir relativ Socke. So. Unter Grabenheim, keine Ahnung. Weil die Damen abbauen sind. Was Besseres ist mir gerade nicht eingefallen. Sehr gut. Können wir den eigentlich direkt anzapfen hier, das Gold? Ne, da brauchen wir definitiv ein Lagerhaus erstmal, ne? Ja. Okay. Lager aus. Raum haben Lagerhaus. So. Oh, hier ist noch ein Titanium-Ding. Ach, nice. Und da ist auch nochmal Gold. Und noch ein Felsen. Und nochmal Felsen. Das ist richtig Gewinn bringt, die Ecke hier. Junge, Junge, Junge. Und da ist nochmal Felsen. Und Kremplinge. Die müssen natürlich da sein. So. Erstmal abbauen. Nein! Mission gescheitert. Leider ist deine Mission gescheitert. Man siehe und staune. Nur eine wirklich nachhaltige Entwicklungsstrategie ist wirklich nachhaltig. Imagine Earth. Ja, war ja abzusehen. War eigentlich klar, dass die sich da den Thron holen werden. Die waren auch so ein Vorreitermarsch von Anfang an. Und ein absolut ernstzunehmender Gegner. Möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Die haben uns ziemlich auseinandergenommen. Aber ich bin auch noch zu frisch in diesem Spiel. Zu frisch, als dass ich es mit denen mal locker aufnehmen könnte. Ja, das war... können wir eigentlich weitermachen? Ah, ich fürchte, du warst nicht gut genug. Ach was, erzähl nicht.
Glaubst du, du kannst es schaffen? Dann versuch es nochmal. Ja, möchte ich eigentlich auch. Der ist anscheinend schon vorzeitig ausgeschieden. Ich weiß nicht, wodurch. Wir waren immerhin zweiter Platz, so wie es aussieht. Das ist ja zumindest mal etwas. So, Bevölkerung. Ein Punkt, die 500.000 Einwohner. Ah, jetzt kann man hier auch sehen. Ah, okay, wodurch die die Punkte bekommen haben. Die meisten haben durch die Einwohner 3,6 Millionen. Okay, das ist Doppelte von uns. Die hier hatten gerade mal 100.000 Einwohner. Ich glaube, die sind zwischendurch wahrscheinlich auch irgendwie kaputt gegangen oder so. Zufriedenheit für Lebensqualität. Ja, das, unsere Einwohner hatten jederzeit ein völlig unbeschwertes Leben, hatten immer von allem genug, grundsätzlich. Ein Punkt für die beste Produktivität ab 80% zählt erst ab 10 Minuten. Wer den Punkt hat, muss um 5% übertroffen werden. Den Punkt hat anscheinend... Ach, den hat er bekommen. 158%, ey. Alter Schwede. Punkt für die beste Emissionsbilanz. Ja, da waren wir auf jeden Fall Vorreiter. Niedrigste Bodenverschmutzung, die haben wir tatsächlich bekommen. Ich staune. Dann ein Punkt für den Inhaber der meisten Aktien über 100%. Ach, über 100, ja, okay. Kann das sein, dass sie ihre Aktien immer gleich zu Beginn komplett verkaufen? Weil wir hatten 30% noch, das weiß ich, aber die haben 0. Ich habe auch noch nie was anderes bei denen gesehen, aber... Punkt für die meisten Stadtzentren auf Level 4, der hatte 1 davon. Punkt für die größte Kolonie mit mindestens 100 Feld. 280! Was war das für eine Kolonie? Kauf Koloniepunkte beim Händler. Hat niemand getan. Und die Endbilanz. Ja, wir sind auch hier halt Platz 2, ne? Bevölkerung, tralala. Ist, glaube ich, was halt an Einkommen reinkam, oder? Income reinkam. Wahrscheinlich der Koloniewert ist das, genau. Ja, es hätte natürlich besser gehen können. Aber hey, wir sind auf jeden Fall besser gefahren als beim ersten Mal, denke ich jetzt zumindest. Wir konnten uns zumindest gegen die Aliens wehren. Gegen dieses Volk, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Und sogar sie ein Stück zurückschlagen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorne. Wir haben erfolgreich Sinn bekommen, Dinge zu handeln, um so Finanzen reinzukriegen. Aber ich merke, es ist wahnsinnig schwer, genügend Geld reinzukriegen in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob es vielleicht am Balancing liegt oder so, aber ich persönlich finde es auch nicht unbedingt verkehrt. Nur manchmal ein bisschen schwierig, genügend Ressourcen ranzukriegen, um auch genügend Leute ranzukriegen, die halt Geld generieren. Das kann man vielleicht mit dem Finanzdistrikt und so weiter noch ein bisschen ausgleichen. Ist aber tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Ja, aber der Planet war jetzt auch nicht über die beste Wahl aus meiner Sicht, weil der halt echt schon, der war ja schon von Hause aus irgendwie ziemlich tot. Da hätten wir vielleicht doch eher auf was Grüneres gehen sollen. Und nicht einen Planeten, der halt schon irgendwie, ja, schon tot geboren wurde sozusagen. Aber immerhin sind die Polkappen dieses Mal auch nicht geschmolzen. Das muss man ja auch nochmal zugute halten. Sodass wir quasi, ja, dieses Mal nicht überschwemmt wurden. Da hinten sieht man noch im Hintergrund wieder ein fettes Schiff hier. Ich weiß gar nicht, ist ja gerade bei uns? Glaub nicht. Nee, es werden, glaube ich, gerade alle Stadtzentren hier per Icon gehighlightet. Ja, auf jeden Fall wieder eine sehr coole Runde. Wir könnten jetzt direkt in die nächste Runde gehen. Der Planet sieht doch ehrlich gesagt nicht so schlimm aus wie der aus unserer ersten Runde. Der sah ja zum Schluss wirklich furchtbar aus. Der war ja echt übel zugerichtet. Und trotz, dass ich tatsächlich dieses Mal nicht wirklich auf die Emissionsbilanz geguckt habe, sondern eher, dass wir, sage ich mal, vorankommen, hat der Planet eigentlich relativ gut sich gehalten, würde ich jetzt mal behaupten. Also wir haben zwar ordentlich runtergezogen, die Emissionsbilanz, und vielleicht haben die anderen, dadurch, dass sie eher darauf geachtet haben, da das auch wieder ein bisschen ausgeglichen. Aber in unserer ersten Runde erinnere ich mich da an gewisse Problematiken mit sich ohne Ende ausbreitenden Wüsten, schmelzenden Polkappen und so weiter. Und schlussendlich auch einigen Überschwemmungen. Aber ja. Gut. Ja, cool. Fortsetzen? Ach so, das ist jetzt, glaube ich, der Autosave. Man kann es ja mal ausprobieren. Das ist ein super Save.
Der ist ja echt genial. Ja, schön. Nochmal kurz so ein Autosave gehabt, kurz bevor wir krepiert sind. Genial. Und jetzt steht die auch verlassen. Okay. Achso, dann kommen wir wieder hier hin. Okay. Das war das. Ja, okay. Dann bedanke ich mich auch jetzt hier erstmal wieder fürs Zuschauen. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter, ne? In der nächsten Folge. Da krallen wir uns dann nochmal einen neuen Planeten. Und dann Stückchen für Stückchen schauen wir, dass wir irgendwann es vielleicht mal schaffen, eine Mission zu gewinnen und nicht zu verlieren. Also es wird auf jeden Fall noch ein bisschen weitergehen. Ja. Für jetzt, wie gesagt, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und sage an der Stelle erstmal bis zum nächsten Mal. See ya!